Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Und ich freue mich besonders, jetzt diese Woche mit euch noch sprechen zu können. Heute, Montag, wie immer, eine offene und freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir plaudern, streiten wollt, was auch immer, euch unterhalten wollt, diskutieren wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Christian. Christian ist 21 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Christian. Um was geht's bei dir? Ja, der ist nicht ganz so einfach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil es auch also sehr intim ist. Mhm. Ich habe seit, ich glaube mittlerweile sind es fast 5 Monate, eine feste Freundin. Ja. Und ja, sie ist von Natur aus eher so ein bisschen konservativ erzogen worden. Also sie hat schon so, also sie ist nicht so ein Mädchen, was vielleicht zu haben ist, so nach dem Motto. Mhm. Und deswegen haben wir es doch eigentlich in unserer Beziehung eher etwas langsam angehen lassen. Mhm. Weil mir die Sache auch ziemlich ernst ist mit ihr, also es ist nicht einfach nur so eine Geschichte, so wie so eine Art, weiß nicht, One-Night-Stand oder sowas, ist schon was Längeres. Und ja, so vor, ich glaube, weiß nicht, 3-4 Wochen her oder knapp einen Monat her, sind wir zum ersten Mal so intim geworden, mhm. Also sprich, wir hatten Oralverkehr. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, dass ich in die Beziehung schon sehr viel mehr Erfahrung mitgebracht habe als sie. Also sie ist noch Jungfrau. Ach so. Und ja, wir waren halt bei mir, es war alles ein sehr, sehr schöner Abend. Mhm. Und ja, es hat einfach alles perfekt gepasst. Und dann, wir hatten eigentlich auch vor, miteinander zu schlafen an einem Abend. Mhm. Und ja, dann haben wir uns gegenseitig ausgezogen. Und dann habe ich sie halt, als ich dann ihren Tanga runtergezogen habe, kam mir halt ein sehr extrem beißender Geruch entgegen. Mhm. Ja, also ich konnte es mir am Anfang überhaupt nicht erklären, weil sie von Natur aus ein sehr, sehr sauberer und hygienischer Mensch ist. Mhm. Deswegen, ich konnte es mir einfach nicht erklären. Ich dachte, weiß ich nicht, sie duscht auch wirklich täglich und ist auch von Natur aus wirklich sehr sauber. Mhm. Und ich war erstmal total geschockt. Ja. Also ich habe sie halt oral befriedigt und man muss dann erstmal zurückweichen, weil das... Und der Geruch kam eindeutig aus der vorderen Region. Genau. Aus der Scheide, ja. Mhm. Ja. Ja, und ja, ich weiß nicht, also ich fand es sehr, sehr abstoßend. Ich bin auch so zurückgewichen. Ja. Und ich weiß nicht, also ich habe so schon ihrer Kollegin von erzählt, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es gemerkt hat. Ja. Dass ich es abstoßend fand. Ja. Und ja, ich habe danach mir erstmal was zu trinken geholt, bin also mehr oder weniger geschockt erstmal zurückgewichen und habe mir was zu trinken geholt und bin dann wiedergekommen. Habe mich dann neben sie gelegt und habe mich quasi mehr oder weniger schlafen gestellt. Also ich habe gesagt, ja Schatz, ich bin müde, ich lege mich schlafen einfach. Sie hat zwar ein bisschen verdutzt geguckt, hat auch ein bisschen komisch reagiert am Anfang, so, was ist das denn jetzt und so, hat aber dazu nichts mehr gesagt. Ja. Also wir haben danach auch nicht mehr drüber gesprochen. Dieses war jetzt, wie lange liegt das zurück? Das ist, glaube ich, knapp einen Monat jetzt, 3-4 Monate, irgendwie sowas. Wie ist denn jetzt eure Sexualität, wie hat die sich seitdem entwickelt? Was das angeht, rein gar nicht. Also weil sie will, auf jeden Fall, gibt sie mir auch eindeutig zu verstehen, wenn ich bei ihr übernachte oder sie bei mir übernachtet. Mhm. Aber so, ich habe einfach so eine innere Blockade, weil sobald ich mir vorstelle, wenn ich sie halt ausziehe und wenn wir uns näher kommen, ist bei mir einfach vorbei. Schluss mit lustig bei dir. Genau. Mhm. Das muss sie ja schon irritieren, wenn ihr da angefangen habt vor einiger Zeit und plötzlich läuft jetzt von deiner Seite gar nichts. Hat sie denn nicht gefragt, was los ist? Nein, das ist das Problem, weil was ich mir auch nicht wirklich erklären kann, weil sie ist absolut kein dummer Mensch, im Gegenteil. Ja, vielleicht ist sie scheu auch und wenn du sagst, sie ist nicht sehr erfahren, dass sie einfach auch gehemmt ist, auf diesem Bereich der Sexualität sich jetzt hier ganz selbstbewusst gleich zu äußern und zu fragen. Stimmt. Ja, ist natürlich was dran, das Problem ist einfach jetzt. Das Problem ist der Geruch. Bringen wir es auf den Punkt, ne? Mir liegt sie als Mensch sehr, sehr am Herzen und ich möchte mit ihr auch wirklich eine richtige, ernsthafte Beziehung führen. Aber Christian, es ist so, dass dieser Geruch dich sexuell komplett abturnt. Es ist absolut sofort null, wenn... Null. Ja, geht gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Und du bist wirklich ganz sicher, dass sie sich gut wäscht und regelmäßig pflegt? Sie ist super gewäscht, weil jedes Mal auch, wenn ich bei ihr bin oder wenn wir abends irgendwas machen wollen, dann ist sie meistens zu spät dran, weil sie noch unter der Dusche, ich komme dann zu ihr, sie steht noch unter der Dusche oder keine Ahnung, sie kennt sich gerade ein, irgendwas. Ob sie das selbst wahrnimmt?
Wahrscheinlich nicht. Das glaube ich nicht, weil sonst würde ich was dagegen machen, weil es ja jedem, denke ich mal, selber auch vor allem sehr unangenehm ist. Natürlich, ja. Man ist ja gehemmt dann auch und schämt sich im anderen gegenüber. Ich würde auch gar nicht zulassen, wenn ich selber wüsste, dass ich stinken würde, wie keine Ahnung was, dann würde ich auch nicht zulassen, dass mir mein Partner oder jemand, der mir sehr vertraut ist, nahe kommt. Ja, natürlich. So, jetzt ist die Frage, was ist zu tun? Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich habe im Internet mal recherchiert so ein bisschen, was das sein könnte. Mhm. Und ich habe da halt herausgefunden, dass es auch so Krankheiten oder so Infekte gibt, die nicht unbedingt hygienisch bedingt sind, sondern die wirklich eine Art Krankheit sind, die von Natur aus quasi da sind. Dass man von Natur aus einen sehr beißenden, sehr stechenden Geruch hat. Also mein erster Gedanke gerade war auch, das ist wahrscheinlich etwas Medizinisches. Ja, genau. Und eigentlich muss sie zu einem Gynäkologen gehen und sich diesbezüglich untersuchen lassen. Ja, aber dann stehen wir wieder vom nächsten Problem. Ich weiß absolut nicht, wie ich mit ihr darüber reden soll. Weil ich verstehe, denn das sagt man ja nun wirklich nicht gerne. Richtig. Und das ist ausgesprochen peinlich, das zu sagen. Weil ich meine, klar, ich könnte jetzt argumentieren, wir sind jetzt schon 5 Monate zusammen und eigentlich ist es an der Zeit, dass man so ein vertrautes Verhältnis aufgebaut hat, dass man darüber reden oder offen reden könnte. Mhm. Aber ich kann es nicht. Es ist mir einfach unangenehm. Gut, lass uns die Möglichkeiten durchspielen, was es sonst gäbe, wenn du nicht offen mit ihr redest. Hast du wahrscheinlich auch schon irgendwelche Ideen entwickelt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe erstmal, weil ich brauchte definitiv jemanden, dem ich darüber reden kann. Mhm. Weil ich einfach überfordert war mit der ganzen Situation. Mhm. Da habe ich mich an meinen besten Freund gewandt, der auch wirklich hundertprozentig zuverlässig ist und der auch nichts und nichts ausplaudert. Mhm. Der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Dann habe ich jetzt überlegt, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich aber auch ein bisschen zwischen den Stühlen stehe, ob ich mit ihrer besten Freundin, mit der ich mich auch super gut verstehe, mit ihr reden soll. Nee. Aber das ist dann natürlich auch, also ich habe Angst, dass sie es hinterher so auslegt, als wäre es so ein Vertrauensbruch, wäre ich jetzt hinter ihrem Rücken. Mhm. Ja, würde ich spontan auch jetzt sofort sagen, nee, mach das nicht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Mensch, Christian, das ist eine Zwickmühle, aus der es, glaube ich, nur eine Möglichkeit gibt, rauszukommen. Ja, das ist schwer. Obwohl ich verstehe, dass das sehr unangenehm ist, darüber zu reden. Aber was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man, der Gestank ist so heftig, der ist so krass, ich verstehe nicht, wie sie es selber nicht mitkriegen kann. Mhm. Das verstehe ich einfach nicht. Mhm. Das ist eigentlich schon auch ungewöhnlich. Selbst wenn man sich gewöhnt an einen unangenehmen Geruch, den man irgendwie selbst ausstrahlt, so weiß man doch um diesen Geruch. Ja, normalerweise eigentlich schon. Eigentlich schon. Mhm. Ja, also ich meine, jeder Mensch hat natürlich von Natur aus einen gewissen Hausgeruch. Ja gut, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt um was Extremes, ne? Ja, um einen wirklich extremen Geruch. Ja. Ich finde, es gibt nur diesen unangenehmen Weg des persönlichen Ansprechens, Christian. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe einfach Angst, dass die Beziehung darunter vielleicht kaputt geht. Nein, darf sie nicht. Also, du merkst, wie ich mich auch winde, weil mir das auch sehr peinlich wäre. Ja, mir wäre das wirklich auch peinlich. Aber die Freundin anzusprechen, ist irgendwie auch eine ist nicht gut. Ist nicht gut. Da könnte sie, genau wie du vermutest, denken, das ist ein Vertrauensbruch und er erzählt da irgendwas rum und vielleicht ist ihr das dann der Freundin gegenüber peinlich. Man weiß es nicht. Ja, in die Richtung habe ich ja auch gedacht. Ja, und dann erzählt die Freundin das vielleicht irgendwie noch wieder anderen Leuten weiter. Auch das weiß man alles nicht. Auch wenn es die beste Freundin ist. So, dass ich jetzt mal so die These vertrete, dass wenn das eine, gut, ihr seid noch nicht lange zusammen, aber wenn das eine recht gute Grundlage eines Verliebtseins hat, euer Kontakt. Ja, und wenn du das sehr, sehr freundlich und sehr, sehr, ja, wirklich sehr freundlich sagst. Auch, dass sie sich nicht schämen muss. Es kann ja wirklich, es wird ja dann wahrscheinlich irgendeine Erkrankung sein. Ja, das klingt jetzt am einleuchten. Nur das nächste Problem, was jetzt schon wieder auftut, ist, ich habe jetzt mein Abitur beendet, also ich habe schon Abitur bestanden jetzt letzte Woche und sie ist noch Schülerin, hat jetzt Sommerferien. Mhm. Und wir fahren jetzt quasi übernächste Woche oder ja genau, in nicht ganz, ich glaube in, weiß ich nicht, übernächste Woche Samstag fliegen wir in Urlaub. Für eine Woche. Toll. Und ja, ich ahne schon. Aber übernächste Woche Samstag ist noch lange hin. Ja, das stimmt. Übernächste Woche Samstag ist lange hin. Ich möchte mir jetzt auch nicht unbedingt den Urlaub versauen. Ja, aber wenn du es wiederum nicht sagst und noch weiter verschiebst und verschiebst, kommst du ja zunehmend in Erklärungsnot, warum du dich zurückziehst. Ja. Und dieses wird dann auch wieder eine neue Problemlage mit sich bringen. Und sie weiß gar nicht, was los ist und woran es liegt. Ich glaube, du musst diesen bitteren Weg gehen. Ich glaube, es geht gar nicht. Was wäre denn
Ja, das, ja, ja, hier, es scheint mir wirklich jetzt am einleuchtendsten, das so zu machen, aber wie soll ich das denn anfangen? Soll ich sie einfach direkt auf ansprechen? Ja, ich würde sagen, ja. Hey, pass auf, mir ist aufgefallen, dass du stinkst. Ja, ich würde nicht sagen stinken, aber das ist ja irgendwas nicht so. Ja, klar, ne? Ich würde es freundlicher ausdrücken, aber ich würde es wenn dann auch schon direkt sagen. Das ist heftig, ich weiß. Es ist wirklich heftig, aber ja. Ich weiß keinen anderen Weg. Ich weiß keinen anderen Weg. Das wäre genauso, als wenn sie jetzt extrem Mundgeruch hätte. Das ist noch einfacher, jemandem zu sagen, als ein Geruch aus der Scheide. Das ist ja mit noch mehr Tabus und Schamgefühlen behaftet, das Ganze. Aber es ist schon schwierig genug, jemandem zu sagen, dass er Mundgeruch hat. Ja. Das finde ich schon sehr schwierig, wenn ich das ab und an mal jemandem sage aus meinem Umfeld, ist das immer peinlich. Ich meine, für beide Personen. Ganz klar darauf an, mit wem man hier drüber redet. Also wenn jetzt ein Mensch, der von Natur aus sehr offen ist, der mit Sachen wie Sexualität und sowas sehr offen umgeht, mit dem kann man einfacher drüber reden, als mit jemandem, der von Haus aus konservativ ist, eher so zurückhaltend. Das ist das nächste Problem, was dann auch damit kommt. Schon, aber das findet ja jetzt wirklich in der Intimität und in der Verschwiegenheit eurer Beziehung auch statt, dieses Gespräch. Und riskiere es, Christian, riskiere es. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Alles andere alles andere ist Murks, was du machen könntest. Ja, ich meine, normalerweise bin ich echt der Typ, der sagt, okay, wenn ein Problem in der Beziehung ist, dann redet man in der Beziehung darüber und versucht es nicht nach außen zu tragen. Ja. Aber ich war einfach jetzt überfordert, ich musste mit dir darüber sprechen. War mir jetzt irgendwie ein sehr großes Anliegen. Ja. Ich habe es dann auch letzte Woche schon wieder schon versucht, aber ich bin froh, dass es echt geklappt hat. Ja, okay. Mach es und mach es relativ schnell, damit du diesen Urlaub nicht auch noch so im Nacken hast. Und lieber Christian, toll, toll, toll. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Und ich wollte noch sagen, ich finde seine Sendung echt toll und ich finde auch gut, wie vertrauensselig und wie verantwortungsbewusst du die Probleme anderer Menschen behandelst. Danke, sehr nett, dass du sagst. Okay, danke. Mein Lieber, alles Gute. Okay, tschüss. Ja, ciao. So, und weiter geht es mit Sabrina. Sabrina ist 20. Schönen guten Morgen, Sabrina. Hallo Sabrina, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin jetzt seit 2 Monaten mit meinem Freund zusammen und ich habe ihn eigentlich so kennengelernt, dass es mein absoluter Traummann war. Also wirklich, er hatte die Art, wie er an sich hatte, war alles total toll. Nur halt in den letzten Tagen war er total komisch zu mir, halt total abwesend. Und ja, heute sagt er dann, er müsste mir was sagen, es wäre ziemlich schlimm und ich sollte mich halt nicht von ihm trennen. Da habe ich mir gedacht, was gibt's denn da so Schlimmes? Ja, und da hat er mir halt gesagt, dass seine Ex-Freundin schwanger von ihm ist. Dass seine Ex-Freundin? Die Ex-Freundin? Mhm, genau. Mhm. Also im 6. Monat. Und das ist natürlich jetzt, klar, einerseits total glücklich war ich mit ihm oder bin ich mit ihm. Und das ist so ein harter Sprung. Also immerhin ist das passiert, ich rechne es gerade schnell im Hinterkopf aus, als ihr noch nicht zusammen wart. Genau. Das ist schon mal ganz gut. Wie ist denn seine Beziehung zu der Ex-Freundin? Also er sagt, es wäre gar nichts mehr. Ja. Es ist jetzt natürlich auch so, dass ich ein bisschen Panik davor habe, dass da klar irgendwann mal Kontakt zu dem Kind kommt. Ja. Aber dass da vielleicht auch noch vielleicht mal was laufen könnte oder man möchte ja, man hat so ein Bild von seiner eigenen Familie und Haus und ja und das. Ja, Moment mal. Du musst noch nicht an die eigene Familie, an Haus und an Rente denken. Ja. Ne? Du bist erst 2 Monate mit ihm zusammen und 20 Jahre alt. Da müssen wir nicht so ganz weit denken. Es geht um das Jetzt und das Hier und die Gegenwart. Wie lange waren die zusammen, die beiden? Ein Jahr. Und wer hat sich da von wem getrennt? Die von ihm. Und er wollte das Kind auch gar nicht. Aber sie hat dann halt gesagt, dann geh. Sie von ihm und er wollte das Kind nicht. Hat sie sich deshalb von ihm getrennt, weil er das Kind nicht wollte oder war da noch was anderes hin? Also anscheinend, weil er das Kind nicht wollte, weil er damit nicht einverstanden war, aber die ganze Beziehung lief auch nicht mehr so toll. Aber sie hat es auch hinter seinem Rücken gemacht. Also sie hat einfach die Pillen nicht mehr genommen. Also anscheinend wollte sie auch ein Kind. Wenn sie sich getrennt hat von ihm, könnte man ja immer noch so vermuten, da sind doch noch Gefühle im Spiel seinerseits zu ihr. Kannst du das einordnen, was da los ist? Also ich glaube nicht, dass er da noch Kontakt zu hat oder so, aber ich denke, es könnten ja auch wieder Gefühle hochkommen. Ja, deswegen ist so wichtig, immer zu erfahren, warum was zu Ende gegangen ist. Manche Enden sind so, da kommt da nichts mehr. Da ist dann wirklich definitiv
Aber ich meine, diese Sicherheit hat man nie, wenn man mit jemandem zusammenkommt. Ob der nicht vielleicht nochmal Gefühle für eine Ex oder einen Ex entwickelt. Da hat man nie eine Sicherheit. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm? Das ist ja sehr schwer. Also eigentlich liebe ich ihn. Also du hast gerade am Anfang ja sehr positiv gesprochen. Ja, genau, das habe ich aber auch gesagt. Ich kann einen Menschen nach 2 Monaten noch nicht lieben. Aber bei ihm war es halt einfach so, weil alles gestimmt hat. Ja. Wie alt ist er? 23. Ja. Und das ist jetzt einfach so ein Schock gewesen für mich. Ich war einfach nur baff. Mhm. Und es ist die Frage, kann ich damit umgehen oder kann ich damit nicht umgehen? Ja. Hat er denn zu dir sowas gesagt, was er für dich empfindet? Hat er sich da klar gemacht? Er hat gesagt, er liebt mich und er will mich nicht verlieren und er hat Angst, mich zu verlieren, weil das vor ein paar Monaten war das auch so, da hat er einer anderen Freundin gesagt, dass er halt bald Papa wird und da hat sie gesagt, okay, dann gehe ich. Mhm. Die waren aber auch nur 2 Wochen zusammen. Mhm. Also er macht ja schon viele Versuche, ne? Ständig dann gleich wieder eine neue Freundschaft, eine neue Beziehung zu finden. Ja. Also ich finde, Sabrina, wenn du den Typ liebst, oder wenn du, na, lieben noch nicht, aber wenn du ihn sehr magst, wenn da eine große Herzensverbindung schon da ist nach 2 Monaten und von seiner Seite das auch ist, finde ich, dass man sowas dann auch tolerieren sollte und dass man damit auch umgehen zu lernen sollte mit so einer Situation. Das ist natürlich eine schwierige Lage, klar. Da ist eine andere Frau, da ist ein Kind, das wird ja doch irgendwelche Gefühle bei ihm freisetzen, wenn das Kind geboren wird, auch wenn es nicht haben wollte. Aber es ist, wenn eure Beziehung stimmt und du ihn liebst, fände ich es ziemlich mies, sage ich dir, wenn du sagst, ich will mit dem Typ nichts zu tun haben, nur weil seine Ex von ihm schwanger wird. Aus einer Zeit, wo ihr noch gar nicht zusammen wart. Ja, stimmt wohl. Ist ein Schock, klar, kann ich verstehen, wenn man das zum ersten Mal hört, aber ich glaube, da kann man sich mit arrangieren. Wenn eure Beziehung solide wird oder ist sogar schon oder noch solider wird, glaube ich, dass, mein Gott, es gibt Tausende und Abertausende von Paaren, die in solcher Situation leben, dass es Kinder aus anderen Beziehungen gibt und es funktioniert gut. Was sind denn, also deine konkreten Ängste sind, dass er eventuell wieder Gefühle haben könnte für seine Ex? Was sind noch für Ängste? Ja, auf jeden Fall, dass, wenn er, sagen wir mal, jetzt keinen Kontakt zu dem Kind hatte, das Kind dann vielleicht, wenn man dann noch zusammen ist, man muss ja da mal von ausgehen, vielleicht in 10 oder 14 Jahren auch Kontakt haben möchte und das natürlich auch viel kaputt machen könnte. Das glaube ich nicht, warum? Also erst einmal finde ich, wenn das ein anständiger Kerl ist, sollte der Kontakt zu seinem Kind pflegen, von klein auf. Mhm. Könntest du denn damit umgehen, wenn er immer Kontakte mit dem Kind hätte? Ehrlich gesagt nicht, ne? Warum nicht? Ich weiß nicht. Es ist einfach ein anderes Kind und es ist da eine andere Frau im Spiel. Die Frau wäre ja auch dann dabei. Es war nun mal eine lange Beziehung und da ist einfach diese Panik. Was ist da genau? Ja, aber das ist dann aber auch eine Vertrauenssache, die zwischen euch wachsen muss. Wenn er dir wirklich versichert, ich will von der Frau nichts mehr, aber ich will mich um das Kind kümmern, weil es verdammt nochmal meine Pflicht ist, als Vater mich darum zu kümmern, dann finde ich, dass du so viel Größe auch entwickeln müsstest, zu sagen, okay, nun ist es, wie es ist und ich vertraue dir und du musst das so machen. Und ich stehe dir auch zur Seite. Ich glaube ja sogar, je mehr du ihm zur Seite stehst, in dieser jetzt für ihn auch schwierigen Zeit, desto mehr Respekt wird er vor dir gewinnen. Wenn du aber nur rumnüllst und meckerst und da irgendwelche seltsamen Eifersuchtsszenarien aufbaust, wird dich das über kurz oder lang von ihm wegtreiben. Ja. Ich glaube, du musst da einfach ganz neu denken. Du musst mal deine Karten neu mischen. Im ersten Moment, glaube ich, hast du jetzt auf völlige Panik reagiert und dass das wegstößt von dir. Aber das totaler ist... Totaler Schock war das jetzt für mich. Also, ja, aber ich fände es viel schlimmer, wenn der dich jetzt übel betrogen hätte, wenn der fremdgegangen wäre oder so etwas. Aber das ist ja aus der Zeit vor euch. Und wenn er Verantwortung für die Zeit vor euch trägt, zeichnet das diesen Burschen aus. Ja. Finde ich.
Und du musst dich am Riemen reißen und einfach auch diese alten Gefühle, die du vielleicht hast, oder diese spontanen Gefühle, dass du die einfach bekämpfst. Es geht um eure Liebe, um eure Gegenwart und um eure Zukunft. Mhm. Und vielleicht findest du das Kind ja, wenn das Kind bei ihm dann mal ist, ein paar Tage, findest du das ja auch nett und süß und kannst dich mit dem Kind beschäftigen. Ja, ja, das war jetzt halt auch so meine Frage. Also, wie kann ich damit umgehen und kann man damit überhaupt umgehen? Ja. Klar sieht man das, dass man das kann, aber... Was meinst du, wie viele Leute damit umgehen? Und saugut umgehen, richtig gut umgehen und das gut machen. Ja. Das wäre sehr böse, wenn du sagen würdest, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du hast jetzt ein Kind. Oder mit dem Kind will ich nichts zu tun haben. Das Kind ist ja nicht von mir. Das wäre nicht in Ordnung. Ja. Das ist ja für ihn auch, wie gesagt, eine schwierige Situation. Eigentlich müsstest du ihn sogar drängen zu sagen, pass mal auf, du musst dich auch um dieses Kind kümmern. Das bist du dem Kind schuldig. Da müsstest du ihn eigentlich hindrängen, wenn er sagen sollte, ich will mit dem Kind nichts zu tun haben. Denn irgendwann wird dieses Kind alt werden und fragen, wo ist mein Papa? Und hat der Papa sich nicht ordentlich verhalten? Irgendwann auf jeden Fall. Es liegt wahrscheinlich auch sehr viel daran, dass ich das selber durchgemacht habe. Also mein Papa ist auch weg und der hat sich auch nie bei mir blicken lassen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, den Kontakt aufzumachen und der hat also komplett zugemacht. Und ja, es weiß nicht, hat auch sehr geprägt. Also ich möchte da nicht in die Familie mich reinmischen, weil er hat eine neue Familie. Na, er hat in dem Sinne ja keine wirkliche Familie. Er ist jetzt Vater geworden oder wird Vater. Er ist ja nicht mit einer Frau zusammen und entsteht ja keine Familie in dem Sinne. Ich finde, Sabrina, kümmere dich erstmal um eure Beziehung. Und wenn du das Gefühl hast, dass der dich ernsthaft wirklich liebt und lieb hat, dann gib dir und euch eine Chance und steh ihm zur Seite bei all dem, was jetzt auf ihn zukommt. Gut. Ich werde es auf jeden Fall probieren, aber es war jetzt einfach nur irgendwie... Ja, man muss ja mal drüber reden. Es ist auch okay. Ja, am Anfang, dass man da irgendwie dann schlecht drauf ist oder geschockt ist, ist ja auch normal. Ja, gut. Alles Gute, Sabrina. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen fällt unser geplantes Thema aus. Morgen ist aber, die Sendung fällt nicht aus, sondern nur unser Thema. Wir sind morgen im WDR-Fernsehen eine Viertelstunde später, aber wir sind da, dann wieder mit einer offenen und freien Themennacht. Aber ich möchte euch schon mal hinweisen auf unser Thema am Donnerstag. Das Thema am Donnerstag heißt, wie ging's weiter? Ich möchte mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in der Sendung irgendwann vor ein paar Wochen oder vielleicht vor vielen Jahren mal gesprochen habe und die mir damals etwas Bewegendes und Dramatisches erzählt haben. Und wenn sich seitdem etwas Entscheidendes weiter begeben hat oder entwickelt hat und ihr mir das weiter erzählen möchtet, dann werdet ihr mein Kandidat für die Sendung am Donnerstag. Also am Donnerstag heißt die Sendung, wie ging's weiter? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die mir hier schon mal eine sehr bewegende und dramatische Geschichte erzählt haben. Und wenn es etwas Neues gibt, eine neue Entwicklung und ihr gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Meldet euch schon mal per Mail unter domian@wdr.de oder ruft dann halt am Donnerstag an. Also das ist unser Thema am Donnerstag. Wie ging's weiter? Morgen eine ganz normale und offene, freie Themennacht. So, hier ist Sandra und Sandra ist 24. Ja, hallo. Hallo Sandra, guten Morgen. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich bin seit 8 Jahren eigentlich nur mit Frauen zusammen. Mhm. Ich habe damals, wo ich 16 war oder 15 war, habe ich mal 2 Männer gehabt, aber seitdem halt nur mit Frauen. Mhm. Es hat irgendwie nie richtig funktioniert. Ich habe wahrscheinlich immer die falschen Frauen kennengelernt oder keine Ahnung. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einen Mann nehmen soll. Nehmen wir mal einen Mann, vielleicht klappt es mit dem. Aber ich denke, ich kann das nicht. Ich kann einen Mann nicht wirklich so lieben wie eine Frau. Kannst du denn einen Mann begehren? Einen Mann begehren? Nein, ich kann nur eine Frau begehren, so richtig. Somit sind die Karten ja schon... Einfach, ja, ne? Ja, das Problem ist nur, ich finde halt nicht die richtige Frau, ne? Also ich wurde irgendwie nur verarscht. Ich komme jetzt gerade aus einer 3-jährigen Beziehung, sag ich mal, und immerhin, du warst 3 Jahre mit jemandem zusammen. Waren die 3 Jahre nur schlimm? Die waren nur schlimm, ja. Die waren nur schlimm. Also das erste halbe Jahr, das war noch okay, sag ich mal. Mhm. Aber danach, was kam, das war einfach nur Katastrophe, ne? Mhm. Also, warum hast du es 3 Jahre ausgehalten, ne? Weiß ich nicht, vielleicht. Kann ich dir nicht so genau sagen. Ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Gab es denn noch keine wirklich gute
Erfahrung mal über einen gewissen Zeitraum mit einer Frau? Nein. Nein, denke ich nicht, nee. Also es hat nie so beziehungsmäßig nie geklappt. Ja klar, Sex und so, das kann man immer haben, ne? Ja. Aber ich sage, ich suche eine feminine Frau für eine Beziehung und ich kann mir auch vorstellen, halt mit der irgendwann Kinder zu haben oder zu heiraten. Und ich denke mal, das wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in der falschen Welt lebe oder so. Ja. Ich habe bis jetzt sowas nie kennengelernt. Nur mal langsam, du bist 24 Jahre alt. Ja, aber trotzdem, ne? Das dauert manchmal verdammt lange, ehe man den Richtigen oder die Richtige findet. Wirklich. Wirklich. Also das ist natürlich eine absurde Überlegung. Wenn du eigentlich eine voll lesbische Frau bist, ist es natürlich absurd zu sagen, jetzt suche ich mir einen Kerl. Ja, und wenn du sagst, ich kann mit dem, ich begehre, ich finde Männer nicht geil, was willst du dann mit einem Kerl? Ja, das Problem ist von meiner Familie, sag ich mal, es ist, oder was weiß meine ganze Familie, es wird zwar toleriert, aber ich denke mal, meine Eltern würden sich schon freuen, wenn ich irgendwann mal einen Mann mit nach Hause bringe. Aber die Eltern sind nicht so wichtig, du bist wichtig. Ja, das ist schon richtig, aber ich habe jetzt halt jemanden kennengelernt da, so einen Mann, so der vom Aussehen her gefällt er mir eigentlich auch, nur ich kann mit denen halt nicht schlafen oder so, ne? Ja. Sandra, was für absurde Gedanken du da hast. Ja. Wenn du mit dem nicht schlafen kannst und wenn du dir keine Beziehung mit einem Mann vorstellen kannst, weil du eben lesbisch bist, ja, dann machst du es halt nicht, dann lässt es sein. Dann musst du weiter auf Frauensuche gehen und den mühsamen Weg gehen, den wir alle gehen, nämlich zu suchen. Und, ja, ich denke auch immer irgendwie, wenn dass ich auf Frauen stehe, irgendwie, dass es krankhaft ist oder so. Ich überlege immer, gibt es irgendwie einen Grund, dass man auf Frauen oder auf Männer steht? Ob es da irgendwie was familiär gegeben hat oder ob das ein Gendings ist oder weißt du? Weißt du, das ist eine alte Diskussion. Kein Mensch fragt, warum steht ein heterosexueller Mann auf eine Frau oder umgekehrt, warum? Kein Mensch fragt nach den Gründen der Heterosexualität. Warum soll man nach den Gründen der Homosexualität fragen? Es ist halt, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, ich denke mal, ich bin irgendwie anders als andere oder ich sag mal, es wird doch in dem Ort hier, wo ich wohne, viel geredet, ne? Und Also liegt das Problem schon auch noch daran, dass du, obwohl du schon 8 Jahre Erfahrung hast, letztendlich deine Identität noch nicht richtig angenommen hast? Nee, weil ich finde, man spricht ja immer davon, dass es bei uns in der Gesellschaft schon anerkannt ist und was weiß ich, aber ich finde die Realität, die sagt so ein bisschen was anderes. Ne? Es wird viel geredet, auch wenn man jetzt am Arbeitsplatz, da darf man das auch nicht sagen. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin zurzeit arbeitslos, aber wie gesagt, ich war ja damals mal in Arbeit und da darf man das nicht so sagen, glaube ich. Ich glaube, dass sich in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren extrem viel entwickelt hat in Sachen Akzeptanz. Ja. Natürlich hast du recht, dass es nach wie vor da und dort immer noch große Schwierigkeiten gibt. Aber das ist dann mal so. Wenn man schwul ist oder lesbisch, dann muss man das akzeptieren, dann muss man sich dann halt durchkämpfen. Aber nicht darüber. Wie lange soll ich denn noch kämpfen? Wie lange soll ich noch kämpfen, um meine Traumfrau zu finden? 10 Jahre? Ich hab bald keinen Bock mehr. Echt, das sind nur irgendwelche Psychopathen, die ich kennenlerne. Sandra, das geht nicht um deinen Bock. Es geht nicht es geht nicht darum, wie Bock du hast. Du musst so lange kämpfen, bis du hast. Vielleicht dauert es noch 10 Jahre. Vielleicht. Oh Mann. Ich kann dir die Traumfrau nicht backen. Oder auch nicht servieren. Vielleicht sollte man auch mal ein bisschen, vielleicht solltest du ein bisschen, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten und kenne ja nur überhaupt nicht die Geschichten. Vielleicht hast du auch einfach nur Pech gehabt. Aber dennoch, wenn du sagst, 8 Jahre waren alle Frauen blöd. Oder das hat alles nicht geklappt. Vielleicht gehören da manchmal auch 2 zu, dass es nicht klappt. Ja, nee, gut, ich will ja, also es gab schon 1, 2, wo ich sage, das war eigentlich okay, aber es war halt keine lange Beziehung, ne? Ich wünsche mir ja schon eine lange Beziehung. Und ja, wenn die letzten 3 Jahre, die waren eigentlich auch verschenkt, wenn man so will. Ja. Und wenn du da dich unwohl fühlst in dem Ort oder in dem kleineren Kaff, in dem du da lebst? Ja, es ist ja kein kleines Kaff eigentlich, aber es ist ja schon nah an Köln, aber ich wohne ja erst seit einem Jahr hier, deshalb bin ja extra schon hierher gezogen. Ja, und was die Familie anbelangt und so weiter, da würde ich mir nicht den Kopf machen. Dass, wenn man da noch die Nase rumpft, auch hinter vorgehaltener Hand vielleicht, das ist dann halt so. Das muss man. Meinst du, man soll das nicht unter Zwang machen, man soll jetzt sich keinen Mann nehmen und ich glaube, meine Eltern würden sich das wünschen oder meine Familie, dass ich Sandra, das annehme. Ich bin ganz erstaunt und entsetzt über deine Frage überhaupt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du musst das machen, was du bist. Und wenn du lesbisch bist, bist du lesbisch. Und dann suchst du dir Frauen. Und dann wirst du so lange suchen, bis du irgendwann eine tolle Frau gefunden hast. Ich hoffe mal. Irgendwann. Weil ich bin auch eigentlich nicht hässlich. Ja.
Aber trotzdem ist das irgendwie, ist das schwer alles, ne? Verkehrst du denn so in Lesbenkreisen auch? Nee, gar nicht. Warum nicht? Geh doch mal, wenn du in der Nähe von Köln wohnst. Köln ist so ein wunderbares Pflaster. Weil ich nicht so eine Szene-Lesbe bin, nicht? Ja, versuch's doch mal. Kannst ja mal ein bisschen ausgehen. Gibt ja tolle Kneipen, Bars, Diskos, wo sich... Ja, dann müsste ich mal vielleicht nach Köln rein mal gucken. Ja, wie viele Kilometer wohnst du denn entfernt von Köln? Ja, das ist nicht so 60 Kilometer oder so. Ja, das ist ja... Das kann man ja machen. Könnte man mal machen, ja. Also, ich möchte dich ermutigen, dir keinen Mann zu suchen. Ja, also denn das den ist jetzt, den ich habe, den ich kennengelernt habe, soll ich dann abschreiben? Ich kann mit dem nicht. Ich kann echt nicht. Nein! Er sieht gut aus und alles. Ja, ja. Aber weiß er denn, wie weit er ist es? Er weiß so ein bisschen die Vorgeschichte. Ja, das weiß er. Okay, dann wenn ihr euch vielleicht auf eine freundschaftliche Ebene treffen könnt, wäre es doch gut. Ja, das denke ich nicht. Der will er mehr, ne? Okay, dann geht's halt nicht. Dann geht's nicht. Sandra, du musst auf die Frauen weiter deinen Blick werfen und du musst einfach geduldig sein. Ja. Geduldig sein. Das schnippt man nicht mal so her, so eine gute Frau. Auch keinen guten Mann, also so einfach ist das nicht. Ah ja, na gut. Meine Liebe, alles Gute von Herzen. Okay, alles klar. Dankeschön, ja. Tschüss. 0800 220 5050. Die Telefonnummer für euch kostenfrei. Holger ist hier und Holger ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Holger. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich grüße dich. Ich bin in einer blöden Situation. Ich bin kurz davor, Mörder zu werden. Wie bitte? Ja, hört sich doof an, ich weiß. Aber ich habe einen Nachbarn, das ist ein Pole, der wohnt genau gegenüber von mir. Ich wohne in einem Hochhaus. Und der ist seit 15 Jahren, macht er nur Lärm, ist am Hämmern und am Machen und so weiter. Mhm. Und er bedroht mich, was weiß ich, mit der russischen Mafia. Unter anderem hat er auch schon einen Freund von sich bei mir übers Dach, also ich wohne ganz auf so einem Dach, Hochhaus, wo normalerweise niemand rankommt. Und der ist dann hier eingedrungen und ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Und der ist eingedrungen und was ist dann geschehen? Und er hat mir meine Faust so ein bisschen zerdrückt, weil er hat eine dreimal größere als ich. Der ist in deine Wohnung eingedrungen? Der ist in meine Wohnung eingedrungen. Wie? Hat er die Scheibe eingeschlagen oder was? Nein, das war im Sommer und ich habe eine Balkontür, ich habe eine 50 Quadratmeter große Terrasse. Und da ist er eingedrungen, einfach übers Dach. Weil man so ein bisschen klettern kann, kann man das machen. Ne? So, und der hatte den Auftrag, dir mal zeigen, wo es lang geht. Genau. Und heute habe ich ihn wieder getroffen am Fahrstuhl. Der Nachbarn. Da waren drei Freunde von ihm und so weiter und so fort. Ja. Und er hat mich wieder bedroht und ja. Und es ist wie lange geht das jetzt schon? 15 Jahre. 15 Jahre? Das hält man nicht durch, ich weiß es. Ausziehen. Ja, wohin? Mein Problem ist... 15 Jahre habt ihr da Krieg miteinander? Ja. Ja. Und da gibt es keine Möglichkeit zu schlichten. Also... Hast du denn auch schon mal den Weg des Nachgebens versucht? Habe ich auch schon. Geht aber nicht. Er ist Alkoholiker. Und er redet immer denselben Kram, wenn er mich sieht. Und ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Wohnt ihr auf einer Etage und seid Nachbarn? Ja, genau gegenüber wohnt. Das heißt, wenn du deine Tür aufmachst, dann siehst du seine Tür. Ja, dann sehe ich ihn. Und da habe ich jetzt ein Brotmesser und so weiter und so fort, weil ich kann nicht mehr, nicht? Mhm. Ich habe einen ganz, ganz liebevollen Hund. Und bis jetzt habe ich immer Rücksicht drauf genommen, weil ich weiß, dass mein Hund ins Tierheim geht und das wird er nicht überleben, wenn ich jetzt irgendwas anstellen würde. Mhm. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der... Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Und dieser Nachbar auch? Nö, der hat da sind dauernd irgendwelche anderen Polen und da ist immer Alarm, nicht? Mhm. Und man kann nicht schlafen, also der ist nachts am Hämmern und man fragt sich, warum der nachts um vier hämmert, warum der nachts... Aber wenn der nachts um vier hämmert, dann belästigt er ja nicht nur dich, sondern auch andere Mieter. Das ist eben so ein Problem. An diesem Haus ist direkt eine große Ausfallstraße, wo man das nicht hört. Und ich habe da sogar schon... Also die Leute, die zum Beispiel unter ihm wohnen, die hören das nicht? Die ziehen aus. Ach so. Das heißt, er hat schon mehr daraus geekelt. Ja. Hast du denn, ich vermute mal, wenn du 15 Jahre mit dem Kleinkrieg führst, gab es auch schon viele
Anzeigen oder bei der Hausverwaltung Gespräche und so weiter, bei dem Besitzer des Hauses? Hausverwaltung hat sich vor 3 Jahren geändert. Die Dame, die das Haus vorher hatte, hatte mir gesagt, ja gut, der fliegt raus, aber die hat sich dann leider nach Mallorca abgesetzt und die hat das verkauft alles. Ja. Und jetzt habe ich sehr viel Stress mit der Hausverwaltung, weil die mir direkt auf mein Haus so diese ganzen Handyantennen und so aufs Dach geholt haben und deswegen prozessiere ich auch, ne? Das hat natürlich nichts mit dem, ich habe das auch versucht, aber... Aber dann bist du aber auch so jemand, der sich so reinbeißt überall, ne? Und der auch nicht loslassen kann. Wenn du 15 Jahre mit dem Krieg führst, wenn du jetzt schon wieder prozessierst mit der Hausverwaltung, weil der Handymasten drauf kommen, dann bist du aber auch selbst ein bisschen schuld an allem. Dass du dich, ich meine, nicht, ich will ja nicht, ich will nicht, ich glaube dir schon, was du da erzählst, aber schuld insofern, dass du nicht irgendwann sagst, okay, die Gegebenheiten sind so, ich kann an denen jetzt wirklich nichts mehr verändern, dann der Klügere gibt nach, dann ziehe ich mich eben zurück und suche meinen Frieden. Weil es geht dir ja auf deine Nerven und an deine Gesundheit. Ja. Du bist ja fertig mit der Welt. Mein Problem ist eben, dass ich Neurodermitiker bin, Asthmatiker bin. So, und das ist für die Krankheit nun auch alles andere als günstig, wenn du ständig im Stress lebst, im Psychostress. Ja, das ist richtig. Aber hier oben habe ich einigermaßen Luft, wo ich Ruhe habe. Ich habe früher... Ja, aber du hast ja keine Ruhe da. Ja, ja, gut. Ja nicht, und es, du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht irgendwo, wenn du lange Zeit hast und zum Suchen hast, dass du irgendwo was Ähnliches findest. Gibt's nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Nee, ist richtig. Ja. Aber andererseits, ja, klein beigeben, ist auch nicht so meine Stärke. Ja, aber manchmal muss man das machen. Manchmal ist das Kleinbeigeben viel größer und zeigt eine viel größere Stärke, als sich so zu verbeißen in irgendeine Geschichte, weil man sich selbst damit so schadet. Das ist das Argument. Siehst du, und sowas habe ich von dir erwartet und das finde ich auch richtig, finde ich auch gut, ja. Weil ich finde, das ist auch falscher Stolz, den man dann in den Tag legt, zu sagen, nee, warum soll ich denn Kleinbeigeben, ich werde es ihm schon zeigen. Nein. Na guck mal, Jürgen, ich wohne 25 Jahre hier und er wohnt 15 Jahre hier und er macht einfach, was er will hier und... Holger, wenn ich diese Zahl höre, schreck ich schon zusammen. Ja. Wenn man 15 Jahre Streit hat mit einem Nachbarn, das stelle ich mir so nervlich belastend vor. Ist es auch. Das ist so, und kein Wunder, dass du so krank bist. Ja, ja. Dann musst du da. Die Krankheit habe ich auch von meiner Geburt an. Ja, aber dass die Krankheit wahrscheinlich auch nicht viel sich gravierend verbessert hat in den letzten Jahren. Nein, nein, mir ging das immer schlechter dadurch natürlich auch. Ne? Wenn man dauernd bedroht wird und so weiter und so fort. Aber es ist doch auch unmöglich. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass wir hier in einem Rechtsstaat leben und so weiter und so fort. Und Polizei und so. Ich bin immer gut mit ihnen ausgekommen. Mhm. Und wie gesagt, Ich glaube dir deine Enttäuschung. Das glaube ich dir. Ich glaube auch, dass du, wenn ich mir das jetzt genau angucken würde bei dir, wenn wir uns zusammensetzen würden, dass du in vielen Sachen schlecht behandelt worden bist. Glaube ich dir auch. Mhm. Aber die Konsequenz daraus zu ziehen, noch weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter, sich wund zu kämpfen, das ist die falsche Konsequenz. Ja, so. Die Konsequenz ist zu gehen. Wenn du jetzt meine Haut sehen würdest, würdest du wissen, dass du das genau richtig getroffen hast, weil ich bin total wund im Moment. Und das ist, da läuft das Wasser schon raus, ne? Schlimm. Holger. Aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Pass mal auf, wenn du die Energie, die du in diesen Krieg da reinpumpst, wenn du die ein halbes Jahr oder ein Jahr in das Suchen einer neuen Wohnung pumpst, bin ich sicher, dass du, so wie ich dich jetzt schon erlebt habe hier, dass du was Ordentliches für dich finden wirst. Ich habe das probiert, nicht? Und das, mein Problem ist eben auch, dass mein Hund, den liebe ich über alles und Vermieter wollen keine Hunde haben. Nicht? Aber es gibt auch Vermieter, die Hunde akzeptieren. Also, ja. Keine Ausreden jetzt. Keine Ausreden. Aber ich hab wirklich über Jahre, über 10 Jahre habe ich schon, eigentlich wollte ich nur 5 Jahre überhaupt in diesem Haus leben, weil das ist kein Haus zum Leben, ja. Das es schimmelt, es gammelt alles vor sich hin. Ne? Du lieferst mir nur noch mehr Argumente. Ja, ja. Ja, ja. Anstelle dich jetzt zu beschweren, dass es schimmelt, solltest du deine Koffer packen und abhauen. Ja, ich weiß nur nicht wohin. Ne? Ja. Ich bin ganz alleinstehend und ich weiß, ich trotzdem, Holger. Ich weiß nicht wohin. Ne? Ja.
Aber du bist ja noch, du bist ja nicht so ein kranker Mensch, der ans Bett gefesselt ist. Noch nicht, aber wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht mehr lange. Eben. Ich gehe davon aus, dass du keinen Beruf nachgehst, dass du nicht arbeitest. Obwohl ich zwei Ausbildungen habe, gemacht habe und so weiter und so fort, nicht? Kannst du dem Beruf wegen deiner Erkrankung nicht nachgehen? Ja, kann ich nicht, Okay, geht alles nicht mehr. Ich war mal Orthopädie-Mechaniker und war mal Elektroniker und das hat alles, ja, weil immer wenn Heuschnupfenzeit ist und so weiter und so fort, dann ist bei mir Ende und dann geht da gar nichts mehr, ne? So, Holger, ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Die würde ich jetzt nur noch wiederholen, wenn wir weitersprechen würden. Danke dir. Ich wünsche dir, dass du den Dreh kriegst und da rauskommst und endlich in Frieden leben kannst. Ja. Wer weiß, vielleicht hat das auch eine gute Auswirkung auf deine Krankheit. Ja. Alles Gute. Jürgen, ich danke dir. Von Herzen. Viel Glück weiterhin für deine Sendung. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, ich hatte euch ja gesagt, dass es jetzt die letzte Sendewoche ist vor unserer Sommerpause. Aber in diesem Sommer gibt es etwas Neues, was wir bisher noch nicht gemacht haben. So ganz auf uns müsst ihr nicht verzichten. Es gibt ab nächste Woche Mittwoch, immer mittwochs, um 23.15 Uhr ein Sonderprogramm, eine Sondersendung. Die Sendung heißt Domian unterwegs. Und da besuche ich Leute, mit denen ich hier schon gesprochen habe, die mich sehr beeindruckt haben. Ich besuche diese Leute mit einem Kamerateam, unterhalte mich mit ihnen vor Ort, wo sie leben und habe mit ihnen quasi solche Aufnahmen, Filmaufnahmen gemacht. Die Sendung heißt Domian unterwegs und beginnt nächste Woche Mittwoch um 23.15 Uhr und wird dann die darauffolgenden Wochen immer mittwochs um 23.15 Uhr im WDR-Fernsehen laufen. So, jetzt begrüße ich herzlich den Daniel und Daniel ist 20 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel, um was geht's? Ja, es geht bei mir um starkes Übergewicht. Mhm. Ich habe vor 7 Monaten 190 Kilo gewogen. Boah. Bei 190 Zentimetern Körpergröße. 190, genau. Vor 7 Monaten. Ja. Und dann ist bei mir die Erkenntnis gereift, dass es Zeit ist, etwas zu tun. Das ist sehr löblich. Also um es kurz zu sagen, ich lag eines Nachts im Bett und verspürte einen Schmerz in der linken Brust. Und hatte natürlich Angst, linke Brust, das ist gleich ein Herzinfarkt, wäre bei 190 Kilo wahrlich kein Wunder. Hatte dann das Glück, dass es sich nur um einen eingeklemmten Nerv handelte, aber das war für mich dann so der Anlass zu sagen, hier geht's jetzt um Sein oder Nichtsein. Also entweder du änderst jetzt radikal dein Leben oder es ist alles für den Arsch, ganz salopp zu sagen. Ja. Vor 7 Monaten war das? Vor 7 Monaten. Wie hast du dein Leben radikal verändert seitdem? Ja, radikale Ernährungs- und Lebensumstellung. Das heißt nur noch eine Mahlzeit am Tag, kein Fett, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, maximal 800 Kalorien. Und das ist dir so radikal von einem Tag auf den anderen gelungen? Ja, es blieb mir nichts anderes übrig. Ja, Respekt. Es gibt vielen, denen nichts anderes übrig bleibt und die schaffen das nicht. Ich halte jetzt seit 7 Monaten durch und wiege jetzt heute Morgen 70 Kilo weniger. 70 Kilo schon weniger? Ich bin jetzt zum ersten Mal unter 120 Kilo, möchte zu 85 hin, habe jetzt 2/3 geschafft und Das ist doch ein gigantisches Erfolgserlebnis für dich, sicher, ne? Ja. Ja, ist, also finde ich schon, also Respekt und Gratulation. Ich bin noch nicht am Ziel, aber es ist schon mal ein guter Weg. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das ansatzweise schaffen würde. Ich glaube auch nicht, dass es mir irgendjemand in meinem Umfeld zugetraut hätte. Aber dann bist du auch ein harter und konsequenter Kerl innerlich, wenn du das schaffst. Ja, an diesem Punkt zumindest. Also, ja, du hast dich vorher extrem gehen lassen, dadurch bist du so dick geworden. Über 10 Jahre, ja. Da sammelt sich einiges an. Das heißt, in deiner ganzen Kindheit so, also ab 10 Jahren sagst du, und Pubertät, warst du dick und wurdest immer dicker? Genau. Mhm. Durch falsche und durch falsche Ernährung? Das war reines Frustfressen. Also, warum Frust? Meine Mutter hat neu geheiratet, neue Familie, Adoption durch einen Stiefvater, mit der Familie bin ich nicht zurechtgekommen, abgebrochener Kontakt zu meinem leiblichen Vater und. Und es hat sich dann eben aufgestaut über viele, viele Jahre. Und sich verselbstständigt dann wahrscheinlich, als du älter warst. Ja. Was ist dein Ziel? Jetzt 120 sagst du, wo soll es hingehen? Ja, so
85 ungefähr, 85, so, es wäre so. Ja, 85 wäre toll. Also mit 1,90 Meter und 85 bist du ein perfekter Kerl. Das wäre so im Rahmen dessen, was ich mir vorgestellt habe. Aber das ist ein ganz komisches Gefühl, Domian, weil am Anfang, man fängt an, man denkt, man schafft es nie. Man kann es eigentlich direkt bleiben lassen. Das ganze Leben ist, es ist vorbei. Also ich habe da wirklich gelegen und habe wirklich da hab die ganze Nacht geheult und habe gedacht, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann kannst du von der Brücke springen, weil sonst hat alles keinen Sinn mehr. Wie hast du dich denn selbst empfunden? Hast du dich als selbst erst ekelhaft empfunden? Also ich bin zum Beispiel sämtlichen Spiegeln auf den Weg gegangen oder sämtlichen Fotografien oder Videoaufnahmen von mir. Und jetzt im Nachhinein habe ich einige alte Bilder von mir gesehen und da muss ich wirklich sagen, da wurde mir wirklich, wirklich übel. Vielleicht ist es gut, diese Bilder, die jetzt irgendwo zumindest eins aufzuhängen, immer so als warnendes Signal, dass es auf keinen Fall nie wieder so kommen darf. Hast du aufgrund deines starken Übergewichtes und auch des damit verbundenen, wahrscheinlich recht isolierten Lebens schon Erfahrung mit Mädels gesammelt? Das mit den Mädels, das ist so ein spezielles Thema. Das ist Frauen und ich, das sind das ist eine ganz unterschiedliche Geschichte. Aber ein isoliertes Leben in dem Sinne habe ich nicht geführt. Das muss ich wirklich sagen, da habe ich Glück gehabt. Ich hatte nie einen besonders großen Freundeskreis, aber ich hatte immer einige sehr, 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 sehr enge Freunde und das war etwas. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, dass es da auch Menschen gab, die mich dann über Jahre hinweg trotz meines Aussehens so akzeptiert haben und mich diesbezüglich auch nie kritisiert haben. Das ist auch eine tolle Erfahrung und das sind wirklich dann Freunde, das sind Freunde fürs Leben, das kann man so sagen. Ja, das sind Freunde fürs Leben, also daher. Hast du denn schon mal eine Beziehung gehabt? Nein, Beziehung in dem Sinne nicht. Was machst du beruflich oder gehst du noch zur Schule? Ich bin Student und habe vor einem Dreivierteljahr meine Heimatstadt verlassen, bin jetzt in eine andere Stadt gezogen und ich glaube, wenn ich nicht diesen Umzug gehabt hätte aus meinem Milieu raus, aus meinem Zuhause, aus meiner Familie, dann hätte ich das nie geschafft. Da wäre ich. Das glaube ich auch. Das ist ein guter, dann ist ein neuer Ansatz, ne? Ein neuer Abschnitt des Lebens und dann klappt das besser. Was studierst du? Was ist dein Ziel? Also ich studiere Politik und Geschichte und mein Ziel ist ja Richtung Journalistik, Publizistik. Also, wie ist das denn? Du bist noch sehr jung und du bist ein Mann. Ich weiß, bei Frauen, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, die haben das große Problem, wenn sie sehr, sehr übergewichtig waren, dass irgendwann diese Fettlappen herunterhängen. Das bildet sich nicht mehr zurück. Wie ist das bei dir? Also man merkt, die Haut war natürlich extrem gedehnt, also besonders im Bauchbereich, im Bereich der Oberschenkel. Und jetzt, da das Gewicht natürlich schon deutlich, deutlich reduziert ist, merkt man natürlich, die Haut ist sehr schlapp, faltig. Und es ist anzunehmen, sollte ich diese 85 Kilo erreichen, wozu ich fest entschlossen bin, dann werde ich um eine Operation nicht drum herum kommen. Das ist also auch in deinem Alter und als junger Mann auch dann nötig, dass das einfach die Falten, die Hautfalten dann operativ entfernt werden. Genau. Einhergehen sollte das natürlich auch mit viel Sport, ne? Ja, gut, Sport ist natürlich am Anfang das Problem, wenn man 190 Kilo... Nee, das geht nicht, aber jetzt geht es schon. Ja, genau. Also ich habe jetzt angefangen mit Jogging. Natürlich alles noch nicht in extremem Maße, aber auch vor allen Dingen die tägliche Bewegung im Alltag. Also nicht den Bus nehmen, sondern man läuft zu Fuß. Nicht die Rolltreppe, sondern eben auch zu Fuß laufen. Genau. Das sind eben so die ganz, ganz wichtigen Dinge. Und wenn man 190 Kilo wiegt, dann ist es wirklich so. Man wirkt sich, um sich die Schuhe zuzubinden, überlegt sich, was kann ich gleich miterledigen, weil das ist eine echte Tortur. Wie reagiert denn so dein ganz enges Umfeld, Familie oder ganz enge Freunde, dass da plötzlich entsteht da jetzt ein ganz anderer Daniel? Du siehst ja auch anders aus, du veränderst dich ja ständig. Ja, die meisten sind sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Ich glaube auch sehr stolz auf mich, meine Familie und auch meine engen Freunde. Und wobei ich ganz ehrlich sagen muss, am Anfang freut man sich sehr über die positive Reaktion, aber das lässt mit der Zeit etwas nach. Also da gab es eine symptomatische Begegnung für mich. Da sagte dann
mein Onkel sagte zu mir bei einer Familienfeier, sagte, jetzt wo du so abgenommen hast, das zeigt dann erstmal, dass du doch ein ganz guter Charakter bist. Und da habe ich dann so innerlich für mich gedacht, das eigentlich habe ich immer gedacht, ich war auch vorher schon ein ganz passabler Mensch. Das ist gemein, aber vielleicht hat er sich falsch ausgedrückt. Vielleicht wollte er auch sagen, was ich vorhin gesagt habe, dass er Respekt hat vor deiner Disziplin und deiner Stärke. Könnte das vielleicht so gemeint gewesen sein? Ja, das war jetzt einfach so für mich. Also mittlerweile nehme ich das auch gar nicht mehr so, sondern ich freue mich zwar, wenn die Menschen das zu mir sagen, aber ich habe das für niemand anderen gemacht und ich mache das auch für niemanden anderen. Das genau. ist einfach eine Sache für mich selbst und wirklich für mich. Ich finde auch, dass du für dich und auf dich so verdammt stolz sein kannst und das reicht schon aus. Das ist völlig egal, was die anderen sagen. Ja. Ja. Mensch, tolle Geschichte, Daniel. Tolle Geschichte und nochmal Gratulation. Und wenn das so weitergeht, in einem Jahr bist du rank und schlank und... Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ja, bitte, schick uns mal bitte eine Mail und vielleicht auch mal ein paar Fotos von dir. Mache ich vorher, nachher. Fände ich super, würde mich sehr interessieren. Gut. Also toi, toi, toi und weiterhin so. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Hier ist Björn und Björn ist 34. Hallo Björn. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Björn. Um was geht's bei dir? Ja, erstmal eine Sache, und zwar finde ich das unheimlich klasse, dass du die Sendung machst, um mit den Leuten zu sprechen, mit denen du schon mal gesprochen hast. Ja. Und auch diese Unterwegstour. Und ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn ihr nochmal Kontakt zu der jungen Dame aufnimmt, die so schwer an Krebs erkrankt ist, mit der du neulich telefoniert hast. Ja, die wird jetzt nicht dabei sein, weil das wir können ja, das ist ja das große Problem hier bei uns, dass wir können nicht jeden Fall verfolgen. Das überschreitet einfach unsere Ressourcen hier und unsere Kräfte. Aber es sind viele interessante Fälle dabei, die ihr die Sendung oft verfolgt, sicher sofort wiedererkennen werdet. Und das ist dann schon interessant. Das war für mich auch sehr interessant, die Leute persönlich zu Hause zu besuchen, sie kennenzulernen, ihnen in die Augen zu schauen, auch ihr Umfeld mal kennenzulernen. Das war für mich eine tolle und interessante Erfahrung. Also nächsten Mittwoch geht das los. Also die gute Frau, die hat mich also wirklich sehr beeindruckt, wo sie also wirklich die Kraft hernimmt, wo sie nicht weiß, wenn sie abends die Augen zumacht, ob sie am nächsten Morgen wieder wach wird. Ja, ja. Und an dieser Stelle, falls sie es eventuell hört, ganz herzlichen Gruß und auf jeden Fall weiterkämpfen. Sehr nett, dass du sagst. Deswegen rufst du an, Björn? Ja, also ich rufe an wegen deiner Sendung zum Thema Beerdigung. Mhm. Und da ich aus einer Ballonfahrerfamilie komme... aus einer Ballonfahrerfamilie? Ja, also mein Opa ist Ballon gefahren, mein Vater fährt heute noch Ballon. Ja. Und ich habe auch schon sehr viele Fahrten mitgemacht und habe mich jetzt so auf ferngesteuerte Modellheißluftballone spezialisiert. Mhm. Aber ich möchte gerne verbrannt werden und dann möchte ich meine letzte Ballonfahrt machen und dann während dieser Ballonfahrt aus dem Korb gestreut werden. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt, leider soweit nicht. Ich weiß, aber in Holland, ne? Ja, wie es in Holland ist, weiß ich nicht. Ich meine ja. So Berichte über so Raketenbestattung gesehen, wo man dann quasi mit so einer Rakete hochgeschossen wird. Ja. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in Frankreich möglich ist. Ah, da habe ich neulich noch einen Bericht gesehen, in einem dritten Programm, wo halt auch eine Frau eingeäschert worden ist. Und die Hinterbliebenen, die haben dann gesagt, das wäre also eine Sache gewesen, da hätte sie sich mit Sicherheit drüber gefreut. Also das ist ja so ein Wunsch von dir, weil quasi du aus der Familie der Ballonfahrer kommst und eben mit dem Element Luft wahrscheinlich auch so verbunden bist, ne? Ja, also ich sag mal so, also ich kann mir kein schöneres Hobby vorstellen und jede Ballonfahrt für mich selber so ist für mich immer, ich sag immer so wie 3 Tage Urlaub. Ja. Weil man kann einfach alles unter sich lassen. Ja. Und es ist einfach Genuss pur. Ja. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, irgendwo in einem Sarg oder so irgendwie in der Erde versenkt zu werden oder eine Seebestattung oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Wahrscheinlich wird das in Frankreich dann auch oder in Holland, wie ich das glaube zu wissen, ich bin nicht sicher, auch dann nur in bestimmten Regionen erlaubt sein. Natürlich nicht über Ortschaften, sondern vielleicht über Wälder oder Felder oder weiten Naturgebieten. Ja, es ist also schon, dass es dann über einem Feld oder einem Wald stattfindet, das Ganze. Ja. So wurde das auch gezeigt und das Schöne ist ganz einfach, ich bin ganz einfach in dem Element, wo ich mich am wohlsten fühle. Ja. Und ich möchte ganz einfach, auch nach meinem Tod, möchte ich ganz einfach sagen, so, das ist meine letzte Ballonfahrt gewesen und auch wenn ich davon nicht mehr mitgekriegt habe. So, nur, jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass das noch ganz, 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 ganz lange dauert, da du ja im zarten Alter von 34 erst bist. Ja gut, also ich hoffe auch, dass es nicht allzu schnell passiert. Aber da kann man ja drüber sprechen und sich auch schon die Gedanken machen, das finde ich völlig in Ordnung.
Und du hast es uns erzählt, wie interessant. Fand ich jetzt sehr interessant. Ja, vor allem, es gibt einfach keine persönlichere Sache, denn auf Beerdigungen, da lassen sich so viele Leute blicken, ja. Die sich hinterher nach ihm dann überhaupt nie um einen gekümmert haben, wirklich. Und auf der Beerdigung tauchen sie dann auf. Und da bist du ganz alleine in der Luft und. Ja, nicht ganz alleine, sondern die Sendung, die ich gesehen habe, da ist es dann halt so gewesen, dass der Vater und die beiden Söhne dabei gewesen sind, weil die Frau auch vorher schwer krank gewesen ist. Und als Andenken kriegen die dann hinterher halt diesen Schamottstein. Mit der Nummer, ja. Ein ganz kleines Beutelchen Erde und hinterher auch noch eine Karte mit der genauen Abwurfstelle der Asche, ja. Dass man da also dann hinterher noch diese Erinnerung hat und es gibt eigentlich keine persönlichere Art und Weise, sich von dieser Welt zu verabschieden, denke ich mal. Lieber Björn, danke für den Anruf und dass du uns das erzählt hast. Finde ich auch eine interessante Sache, auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Dank für die Sendung und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Nick. Nick ist 34. Hallo Nick. Hallo Nick. Hallo Domian. Jetzt bin ich ein bisschen perplex gewesen. Also ich rede im Schnelldurchlauf, weil die Zeit gleich aus ist. Es geht darum, ich war vor ungefähr 8 Jahren auf einer Sexparty, habe seitdem ein Riesenproblem für mich. Das heißt Analwarze. Und ich habe damals, also da ging es drunter und drüber und war dann irgendwie, habe das dann erstmal ignoriert, dann habe ich gemerkt, dass ich da irgendwas habe, was ich nicht haben will und bin dann zu einer Ärztin gegangen und die hat dann, ich habe gedacht, das sind Hämorrhoiden und ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe Hämorrhoiden, dann bin ich auf diesen Stuhl gegangen, auf diesen Art Frauenstuhl. Und dann hat sie gesagt zu mir, haben Sie einen Analverkehr gehabt? Dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gehabt. Um es kurz zu machen, sie hat dann diagnostiziert, dass ich eine Analwarzen habe. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man das hat, dann hat man auch ist man auch HIV-positiv. Dann hat sie den Test gemacht und dann habe ich eine Woche später habe ich angerufen, war zum Glück negativ. Also da ging es, wie gesagt, drunter und drüber. Ich weiß nicht genau, ob der Schwanz in meinem Arsch steckte, aber auf jeden Fall hat mich ein Schwanz an meinem After berührt. Die Ärztin hat zu mir gesagt, dass diese Krankheit extrem schnell zu übertragen ist oder einfach zu übertragen ist. Und seitdem traue ich mich nicht mehr zum Arzt oder weiß nicht, wohin ich gehe, zu welchem Arzt. Und das Teil wird immer größer und größer. Ach so. So, jetzt ist meine Sendung vorbei. Aber wir rufen dich jetzt sofort an und unterhalten uns weiter. Okay? Nick, gerne, danke. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war...